Jetzt. Das scheint so, als wären wir jetzt live, ne? Der Wahnsinn, ja, das ist ja aufregend. Ich male noch ein bisschen rum und so, wenn es dann Punkt ist, ne, dann lege ich mal. Dann fange ich an zu sprechen, aber erstmal herzlich willkommen. Bisschen mischen, wie wäre es mit einem schönen Schwarzton schon mal? Das hier ist preußisch-blau. Und preußisch-blau mit einem schönen Mauve macht einen tollen Schwarzton. Man kann da noch braun mit hinzunehmen. Dann wird es noch dunkler. Das wäre nachher ganz gut für die Augen. Jo. Und dann noch interessant, vielleicht ein schönes Grau mischen. Und wenn wir schwarz haben, dann haben wir immer grau. Ja, schwarz mit weiß ergibt grau. Und das ist mein Titanweiß von der Firma Old Holland. Das ist sehr schön deckend. Und da habe ich schon mal ein schönes Grau. Klar, ne? Schwarz gemischt mit Weiß macht Grau. Und wenn ich jetzt dieses Grau nachher ein bisschen grünlicher haben will oder so, dann kann ich auch gerne dieses Kobalt-Türkis hier nehmen. Und da würde ich dann wieder dieses Medium B drauf tun. So ein bisschen. Schön läuft gerade den Schrank runter. Zack. Damit das Wasser vermalbar ist. Das ist also mein klassisches Kobalt-Türkis. Und damit das Wasser vermalbar ist, habe ich das Medium W mit drauf getan. Das Kobalt-Türkis ist das hier. Das ist für mich das Schönste. So, habe ich schon mal gezeigt. Ja, mag ich einfach sehr gern. Von Norma. Ja, und da seht ihr, ich mische verschiedene Hersteller, alle möglichen. Old Holland finde ich toll. Die Lucas Berlin finde ich super als wasservermalbare Ölfarbe. Und dann finde ich auch noch ja, die Schminke Norma. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen zu dem letzten Webinar, zu dieser Porträtzeichnung von Katrin. Dir nochmal tausend Dank dafür, ein super Modell. Es gibt eigentlich nur noch so ein paar Sachen, die ich machen möchte. Ich würde an so einem Bild ewig sitzen, wenn ich das jetzt so, sagen wir mal, als Auftrag malen würde, was ich kaum noch mache, dass ich Porträts als Auftrag male. Aber wenn, dann würde ich da bestimmt noch viele Stunden weitersetzen. Aber noch einmal, um es euch zu sagen, es ist ein Lehrvideo, wo ich euch Sachen zeigen möchte, da ist der Anspruch auf Perfektion des Gemäldes nicht so groß. Für mich, was jetzt kommen soll, sind einmal die Augen, dass ich da jetzt ein bisschen Präzision, ein bisschen Schwärze mit reinbringe. Das Ohr muss noch gemacht werden. Dann gab es von Petra Wenzel einen tollen, mehr einfach oder eine Bemerkung, hier vielleicht ein bisschen heller machen. Ist logisch, wenn von hier Licht kommt, ist cool, wenn das auch noch ein bisschen heller ist. Ich weiß nicht, ob es über die Kamera so deutlich zu sehen ist, aber es ist hier schon ein Tick heller, wird aber noch deutlicher. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch, und zwar, wenn ihr Fragen habt. Es wird jetzt eine längere Webinarpause geben. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Dann kann ich sie euch nämlich noch in diesem Webinar beantworten. Und wann der nächste Termin ist, wissen wir noch nicht. Was wir als nächstes machen, vielleicht schreibt ihr uns ein paar coole Ideen in die Kommentare vielleicht von diesem Video. Das wäre cool. Ich hatte überlegt, ob man mal einfach sowas wie einen Wald oder sowas malen könnte. Macht Bock, ist schön. Müssen wir mal gucken, was kommt. Ja, dann habe ich schon so ein bisschen rumgedoktert in eurer Abwesenheit. Ich habe noch ein bisschen Licht hier mit reingebracht. Ich würde gerne hier auch noch ein bisschen Licht eventuell mit reintun. Habe hier noch im Hintergrund ein bisschen Farbe gesetzt. Wichtig ist, zwischen diesen beiden Webinaren, dem letzten und dem hier, ist die Farbe angetrocknet. Und wichtig ist bei der Öltechnik, Fett auf Mager, dass ich die nächsten Farbschichten, die ich jetzt setze, fetter setze. Also dicker, weil wenn ich jetzt ganz dünn drüber malen würde, dann würde die obere Schicht, die dünne, schneller trocknen als die untere. Und dann gibt es diese Risse, weil die untere noch feucht ist und die wird dann so durchdringen sozusagen. Ja, fangen wir mal an. Ich packe nochmal hier die Kamera auf die Palette. Und dann zeige ich, würde ich gerne einmal das Ohr noch machen. Beim Hautton ganz klar, hier habe ich dieses schöne Weiß von Old Holland. Titanweiß nehme ich jetzt in den letzten Schichten. Dann ist ein lichter Ocker für mich in diesem Fall sehr gut und ein bisschen Sienna gebrannt. Und für diesen Hautton finde ich dann für das Ohr so ein schönes Magenta auch noch gut. Jetzt ist der Hautton aber sehr warm und da das Ohr ein bisschen weiter hinten ist, möchte ich ihn gerne kühlen. Das ist jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Dafür habe ich Ultramarinblau genommen. Und bedeutet, dass ich jetzt
dieses hier so mir ein bisschen dunkler mische. Den Ton finde ich ganz gut. Wenn ich ihn jetzt ein bisschen heller mache, dann komme ich vielleicht dahin, wo ich ungefähr hin möchte. Genau, so kann es laufen. Ein Hauch Cadmiumrot, das zum Beispiel von der Firma Cobra, Royal Talents. Und dann gucken wir uns das ganze Ohr mal an. Achtung, geht ans Ohr. Ist das zu warm? Ich würde sagen, es ist noch ein Tick zu warm. Also tue ich einen kleinen Hauch von dem Blau nochmal mit rein. Und wir gucken uns das Ohr nochmal an. So. Wenn es zu warm ist, kommt es zu weit nach vorne. Das ist wie mit den Bergen. Ne? Vorne ganz viel Kontraste, hinten werden die Berge bläulicher. Trotzdem gehe ich nochmal in das Blau rein. Ich switche jetzt nicht dauernd um. Und mache es einfach ein bisschen kühler. Und es ist mir auch noch zu hell für da hinten. Noch ein bisschen Blau mit rein. Noch ein bisschen reduzieren, damit es nicht so wichtig wird. Das ist völlig in Ordnung, wenn sich das dann hier eigentlich schon fast in die Hintergrundfarbe anpasst. Gehe mit ein bisschen Dunkelheit rein und mache dann hier nochmal was. So, dann switche ich nochmal. Dann gehe ich nämlich nochmal in die Haare. Und da gehe ich ins Braun, gehe ich in das Sienna und wieder in das Blau, um die Farben so ein bisschen, das war Ultramarinblau, um die Farben so ein bisschen nach hinten zu bringen. Und mache dann hier am Ohr auch noch die Haare. Wieder zu warm, seht ihr, ne? Durch das Sienna. Da hinten hat so ein warmer Farbton nichts zu suchen. Also, Entschuldigung, einmal kurz wieder weg. So, dann beame ich euch mal wieder hin, dann könnt ihr mit Frank gucken. Und ich mische derweil ein bisschen Blau noch mit hinein und ein bisschen Magenta, um diesen Ton ein bisschen weiter nach hinten zu bringen. So. Können wir das Ohr noch ein bisschen modellieren. Das wäre so wär die Geschichte, dass das Ohr nicht zu sehr auffällt. Und dann würde ich jetzt als nächstes hier noch ein bisschen Licht reinbringen. Und da gehe ich mal wieder auf die Mischung. Achtung! So, ich nehme einen größeren Pinsel, gehe in das Grün, was da oben eh vorhanden war. Moment, ich zeige euch das einmal kurz. Ja, so sieht das aus da oben. Und da ist schon so ein bisschen grüne Helligkeit drin. Und ich möchte es ein bisschen heller machen, diesen Bereich. Achtung, ich switch wieder um. Jetzt gehe ich dafür ins Kobalt-Türkis mit hinein und mische das mit dem Grün. Nehme mir ein bisschen Blau und mache einmal einen Test, wie das aussieht. Achtung. Yes, das könnten wir doch so nehmen. Noch ein bisschen Grün und damit das Grün nicht ganz so grün ist, breche ich das jetzt mit der Komplementärfarbe mit ein bisschen Rot. So, einfach lebendig und Striche bitte unperfekt stehen lassen, wenn ihr es lebendig haben wollt. Oft neigt man dazu, alles so hübsch zu machen, aber dann verliert das ganze Bild seine Lockerheit. Hier ist die Stärke, die Nicht-Perfektion. Für alle, die übrigens neu hier sind, ich bin Felix Eckert, ich bin freischaffender Künstler und zeige sowas, weil ich einfach Bock dazu habe, euch was zu zeigen und den Menschen die Malerei näher zu bringen, weil ich finde, dass das ein traumhaft tolles Medium ist. Meine Seite felixeckert.de und meine Dozierseite ist mahlzeitohneh.eu. Jetzt gehen wir an die Augen ran. Dafür mische ich mir diesen dunklen Ton, das hattet ihr bereits gesehen. Das Schwarz zu Anfang und mal jetzt Tacheles. Gleich muss ich wieder mit dem Grün daran. Ja, um in der Gegenfarbe zu arbeiten. Und hier auch. Ja, jetzt Wahnsinn. Jetzt ist es tatsächlich so, dass der Fokus durch die Dunkelheit, und daran seht ihr auch, wie wichtig das ist, wo man Dunkelheiten setzt, sofort auf die Augen läuft. Ja, der geht sofort auf die Augen zu, weil ich hier die Schwärzen gemacht habe. Würde ich jetzt hier Nase und Mund und alles auch noch so schwarz machen, dann würde der Fokus mehr geteilt sozusagen. Und so geht er jetzt direkt auf die Augen. Deswegen ist es gut, dass nur da diese absoluten starken Schwärzen sind.
Und das sagt ja auch, dass ihr das steuern könnt, wo der Betrachter hinguckt. So, und jetzt mische ich das Grün noch einmal. Dafür noch einmal, jo, einmal kurz die Augen angucken, alles klar. Und jetzt zum Grün. Da nehme ich das Phthalo-Grün mit dem Gelb und gehe ein bisschen in den lichten Ocker rein. Und zack, ab in die Augen. Gucke ich einmal, ist das zu doll? Geht hier, auf der Seite geht das. Auf der anderen Seite brauche ich mehr von dem Grün und noch einen Hauch Rot, um das Grün zu brechen. Und mit dem Rot, das ist ein Mauve, heißt dieser Farbton, mit dem mache ich das Grün noch dunkler. Yes. Und nochmal ins Grün. Also einmal kurz gucken. Hier, gelb, zack, auch noch mit rein. Noch ein bisschen gelb mit rein, wird nochmal heller und schon wieder da rein. Muss nicht so genau sein. Ja, darf ein bisschen locker sitzen, fertig. Jetzt können wir uns noch entscheiden, das Licht mit reinzumachen. Und ich finde, man muss es nicht immer machen. Bei dem Licht, das ist so, das Licht im Auge, das ist immer so, ich weiß nicht, mir oft zu viel. Ich mag das einfach oft auch gern, wenn die Augen einfach so sind, wie sie sind, ohne dass da jetzt noch so ein zusätzlicher Lichtglanz reinkommt. Aber den können wir trotzdem gleich noch mit reinsetzen. Die Piercings, ein wichtiges Thema. Dafür hatte ich ein Grau gemischt. Ja, und das Grau, ich trage das mal hier kurz ein. Da, an der Stelle, zack. Und hier auch, zack. Und dann mache ich noch ein Grau. Ich nehme einfach zu dem Grau, was ich zu Anfang in der Mischung gezeigt habe, ein bisschen Weiß hinzu und mache hier auch nochmal das Piercing. Einfach einen kleinen grauen Fleck. Und diesem grauen Fleck gebe ich jetzt noch ein bisschen Dunkelheit, indem ich in das Schwarz, was ich zu Anfang angemischt hatte, nochmal reingehe. So. Und hier auch. So. Und, wie wäre es, gleich am Ohr auch noch mitmachen. Ting, ting, mehr Weiß dafür. So, und dieses Weiß können wir auch wunderbar nutzen, um die Piercing-Glanzstellen zu machen. Nur nicht zu hell. Denn wenn es zu hell ist, ziehen die zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Und deswegen mache ich da einfach so erstmal so einen kleinen Punkt rein und die Form müssen wir gleich von außen noch verändern. So. Empfinde ich als schwierig, das gerade zu machen. Noch nie so richtig gemacht, aber wir kriegen es zusammen hin. Und ich finde es dann auch cooler, mit euch was zusammen auszuprobieren und eine authentische Situation zu zeigen, nicht vorher alles einzustudieren, damit das ja alles super aussieht. Also einmal gucken, hier, jo, bringen wir das in eine andere Form ein bisschen. Klappt doch schon, passt doch. Super. Yes, so mag ich das. Also, ein paar Sachen gibt es noch zu sagen, die ich finde, das Ohr ist noch ein bisschen nicht so schön. Moment, das mache ich, bevor ich die paar Sachen noch sage. Und sonst würde ich dich gleich bitten, Frank, dass du mal nach Kommentaren guckst, weil viel mache ich jetzt an dem Bild nicht mehr und dementsprechend lange wird es nicht mehr dauern, dass ich hier male. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, bitte stellt sie jetzt, dann kann ich sie euch jetzt beantworten, okay? Das wäre ja super. Ich guck mal, passt, ja. Dann kann ich sie euch jetzt beantworten, weil wenn das Webinar zu Ende ist, dann ist wie gesagt erstmal Webinarpause. Bisschen Licht kommt ins Auge. Das finde ich auch gut. Und dann müssen wir uns gleich entscheiden, wo die stärksten hellen Stellen nachher hinkommen sollen.
bisschen Licht noch hier. Ganz bisschen Licht da. Und ein bisschen Dunkelheit in die Piercings. Und bei der Dunkelheit gucke ich nicht unbedingt, wo sie genau, wie jetzt zum Piercing aussieht, sondern ich gucke mir eher den Gesamteindruck des Piercings an. So, hier die letzten. Okay, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Ah, das ist eine schwere Entscheidung. Mache ich das Licht oder nicht? Ich finde ja toll gerade, dass die Piercings glitzern. Und wenn jetzt die Augen glitzern, dann treten sie in Konkurrenz zu den Piercings. Aber wenn ich es jetzt nicht ausprobiere, weiß ich es auch nicht. Also los. Nicht verkehrt. Ha! Yes, I like it. Okay, noch einmal, da auch. Okay. Gut, und hier noch einen drüber. Super. Seht ihr, ne? Eigentlich habe ich ganz wenig da erzählt, aber trotzdem hat man das Gefühl, es ist ein Auge. Es ist wichtig, dass ihr den Pinsel nicht zu genau führt, sondern dass ihr den relativ locker handhabt. So, jetzt kommt noch ein bisschen was an der Lippe. Ich finde, sie ist da noch ein bisschen heller. Ich fände das auch schön, wenn da noch so ein Licht hinkommt. Hier an dieser Stelle. Ganz bisschen hier auch noch, dass es nicht zu hart ist. Und vielleicht noch ein ganz bisschen ans Ohr. Gut. Was ich noch gerne sagen möchte, kompositorisch. Also, natürlich hätte ich das besser ins Blatt rücken können, das Bild. Also ich finde das eigentlich ganz gut, dass hier links und rechts Platz ist. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das so gemacht habe, dass es ein bisschen höher ist. Trotzdem ist das Ziel oft in der Malerei, dass der Blick eben kreist. Und hier möchte ich gerne, deswegen habe ich hier diese Stellen gemacht, dass sie ein bisschen heller sind. Deswegen wird der Blick hier aufgefangen von diesen Haaren, damit der Blick hier wieder die Gelegenheit hat, hochzubekommen. Dann wichtig nochmal eben das mit den Schwärzen. Ja, dass ihr entscheidet, wo kommen die Schwärze und auch nur an eine Stelle, um den Fokus zu haben. Und genauso auch mit den Helligkeiten. Ich finde jetzt irgendwie charmant, deswegen lasse ich es jetzt so. Vielleicht mache ich es irgendwann anders, aber im Moment finde ich charmant, dass die Piercings deutlicher leuchten noch als die Augen. Ja, dann noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe eine Ausstellung. Sieht man das? Moment. In Mahne. Das ist am 18. August, ist die Vernissage. Da bin ich auch anwesend. Das ist eine Riesenausstellung mit ganz vielen meiner Bilder. Wenn ihr die sehen wollt, dann kommt gerne am 18. um 16 Uhr nach Mahne. Ja, das ist ein Künstlerhaus dort, richtig schön. Also ein Kulturhaus. Und dann weiß ich nicht, ob ihr den schon kennt oder noch nicht. Aber das ist der Mein Bildband. Und mein Bildband, das ist der aktuellste, jetzt mit Arbeiten von 2014 bis 2018, mit Farbschnitt. Und ich finde auch sehr, sehr schön gemacht. Das hat Janine Weitenauer gemacht. Ein echt tolles Design, fantastisch. Und der zeigt so meine ganzen neuen Arbeiten. Und wenn ihr den gern erwerben möchtet, der kostet 39,90 €, dann könnt ihr den einfach über meine Webseite felixeckert.de bestellen. Und meinetwegen über PayPal oder so bezahlen. Das ist der Bildband, der ist ziemlich groß. Seiten, oh, muss ich selber gerade mal drauf gucken. 170, 172, 174, 178 Seiten und mit einem Text von Tom R. Schulz und einem Text von Tanja Kibermanis, einem Interview. Ja, das wär's. Außer es sind noch Kommentare da. Kannst du da was sehen? Moment.
Frage, Felix, wenn ich mit dem Medium W angemischten Farben über Nacht stehen lasse, wird die Mischung krümelig? Hast du einen Tipp für mich? Da nicht direkt, weil ich diese Erfahrung selber noch nicht gemacht habe. Das Einzige ist abdecken, weil wenn du es abdeckst, kommt kein frischer Sauerstoff ran, na, und dann bleibt das bis zum nächsten Tag feucht. Ich habe da so Paletten, das sind eigentlich so die Eimerdeckel von diesen Farbeimern. Da kann man halt die Farbe auch drauf tun. Wenn man zwei Deckel hat, packt man Deckel oben drauf und dann bleibt das feucht. So, das ist das Einzige. Dann war auch noch eine Frage mit der Cobra-Farbe, ob man die Malmitte mit Medium W zusammenmischen kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich würde mich fragen, warum nicht? Weil das ist ja ein ganz gewöhnliches Malmittel für wasservermalbare Ölfarbe ist, das Malmittel von Cobra. Insofern mit Medium W zusammen müsste das eigentlich wunderbar gehen. Dann Hamburg, Dienstagsmalkurs. Ich suche Leute für Oktober und lass mir immer sehr viel Zeit mit der Suche und wähle die auch sehr. Guck immer, dass das Kursgefüge auch super passt, dass die Menschen zusammenpassen. Aber wenn ihr Bock habt auf einen regelmäßigen Kurs bei mir, dann könnt ihr euch gerne bewerben. Ich bin in Hamburg, mein Atelier ist da auch. Für Dienstag suche ich ab Oktober noch Leute. Gut. Ansonsten, so sieht's aus. Das ist das Ende unseres Porträt-Webinars. Und wenn ihr voll Bock habt auf einen Intensivunterricht bei mir, so richtig intensiv, dann biete ich das Studium in Kolbermoor an, ein weiteres. Und da arbeitet man sehr, sehr intensiv in 4 bis 5 Modulen mit Hausaufgaben dazwischen, mit lauter Leuten, die es absolut wissen wollen, die richtig toll arbeiten. Und das bringt richtig, richtig Spaß. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch dazu eine Mail schreiben unter mahlzeit.eu. Gut, dann würde ich mal sagen, herzlichen Dank und ja, bis zum nächsten Webinar, was so wahrscheinlich nach August irgendwann im September, Oktober kommen wird.